Stärkereduktion. Da bin ich mal gespannt. Wenn die Karte ausgespielt wird, reduziere ich betroffene Feld um 3. Der bringt mir hier gar nichts. Er braucht 2. Das macht Sinn. Interessant. Ja. Lässt sich von den üblichen keiner sehen. Aktuell relativ ruhig in Sachen Streaming, ne? So, jetzt müssen wir wohin? Jetzt müssen wir hier hin, bevor wir zum Beach gehen, aber ich brauche noch Strandoutfit. Viel Spaß damit! So. Wir werden später wahrscheinlich auch Aeris und Tifa im Bikini sehen. Also kommt es genau richtig. Ja, für die Mädels. Laufen wir jetzt als Strandjunge rum? So, was haben wir denn noch hier? Das will ich auf jeden Fall mitmachen. Wheelie Sonderaktion brauche ich tatsächlich nicht. Geradeaus und dann auf die rechte Seite. Mit einem Wheelie lässt sich Costa in Windeseile erkunden. Wo sind denn bloß all die Kakteurchen? Willkommen! Hier steigt die große Piratenparty! Trefft die Zielscheiben und wer weiß. Hey, ich habe vorhin ein Ticket für dieses Dingsbums del Amor erhalten. Oh, das ist ein Date-Ticket. Aber es soll hier stattfinden. Ist ein stadtweites Event.
dabei, soll man wohl neue Freunde finden. Wie es scheint, wirst jedoch du mein Partner sein. Und wieso machst ausgerechnet du bei so etwas mit? Ich will unbedingt diese Karten gewinnen. Na, wenn das so ist. Mit mir hast du hier schon so gut wie gewonnen. Okay. Einen Moment bitte. So wie sie aussehen, sind sie vom Fach, oder nicht? Tut mir wirklich ausgesprochen leid, aber professionelle Schützen dürfen nicht an diesem Spiel teilnehmen. Wieso das denn? Dann schreib das doch dazu. Könnt doch nicht erst jetzt mit sowas ankommen. Nachträglich die Regeln zu ändern, ist ja wohl das Letzte. Ich mache es. Aber viel, du blamierst uns. Okay. R2 Schienen zielen. Steuerung verschießen üben. Oh, wei. Viel zu viel. Also gut, dann mal feuerfrei aus allen Rohren. Ach, Barrett. Aber knapp geschafft ist auch bestanden. Hervorragend. Nicht nur das Abfeuern, sondern auch das Anfeuern konnte sich sehen lassen. Von allen Herausforderpaaren heute waren sie das Spitzenduo. Aber okay. Hast du gehört? Ein Spitzenduo sind wir. Wenn der das sagt. Himmelarsch, jetzt freu dich doch zur Abwechslung einfach mal. Wird dir das nicht selbstlästig, immer und überall den Coolen raushängen zu lassen? Wie auch immer, ich verdrück mich jetzt zum Strand. Zieh dich um und komm danach, ja? Was soll ich mir denn noch ausziehen? Cloud läuft ab sofort nur noch im Männertanga rum. Nee, war okay tatsächlich. Und jetzt ab zum Strand. Aber ich würde mir vielleicht gerne noch was holen. Freundschaftskarten. Wo habe ich es noch? Hier. Da will ich mal gucken, was es hier noch gibt.
rechts und dann links. Hier. Ich bin echt voll angenehm, weißt du? Und ich würde euren Altersschnitt auch mega senken. Ach, Juffi. Aloha! Bei mir können Freundschaftskarten gegen Strandbekleidung getauscht werden. Recht herzlichen Dank und viel Freude mit der Kleidung. Aloha! Was darf es sein? Ich will mal was gucken. Oh, der Abissreif ist gut. Danke und bis nächstes Mal. Den brauche ich aber noch. Ist was? Beziehungsweise, ja, den kann ich ja noch holen. Ich weiß nicht, was bei Claude besser aussehen würde. Wellenreiter. Ja, komm, machen wir mal Strandjunge. Strandbekleidung für verwegene Kerle, die auf den und deren Haar. Okay. Verwegene Kerle. Den Strandbesuch vorbereitet, wie ich sehe. Willst du runter? Ja, komm, haben wir alles gemacht. Nur mal kurz für kleine Jungs. So, da bin ich wieder. Tja, die Mutti wollte heute eigentlich mit der Oma kommen. Hat die Oma nicht erreicht, also kommen sie nächste Woche Samstag. Yay. Gut. Ist ja an sich nicht schlimm. Am Sonntag fahre ich dann zum Daniel. Ich habe nämlich nächste Woche Urlaub. Für ganze 2 Wochen. Können wir wissen, wie lang oder wie weit das Kabel reicht? Naja, ich habe aber kein längeres USB-C-Kabel. Ah, schön Gammelmammel. Kohle habe ich da. Ich brauche nur noch ein bisschen was zu knabbern. Komm. Da machen wir uns jetzt. Das machen wir uns jetzt mal schön.
Das machen wir uns doch jetzt mal ein bisschen gemütlich. Aber das iPad kann weg. Das lade ich mal woanders da auf. So. So, wir haben hier ein bisschen Nussmix. So, das Blümchen kommt wieder auf den Küchentisch. Na, Stromrechnung, bin ich mal gespannt, ob die am 30. abziehen. Oder ob ich die manuell bezahlen muss. Lege ich mal alles auf den Küchentisch. Das kommt zum Schreibtisch hin und dann habe ich doch den Wohnzimmertisch mal wieder frei. Schöne Sachen. Cola muss auch nicht auf dem Tisch stehen. Auf der einen Seite will ich mir ein bisschen Coziness, will ich mein Coziness-Level ein bisschen erhöhen. Auf der anderen Seite nutze ich das nicht voll aus. So, die Fernbedienung brauche ich auch nicht. Können wir anders dahin. So, was wollte ich jetzt? So, das da. Dann wird das Zeug auch endlich mal leer. Steht auch schon ewig rum. So, ein bisschen was. Das haben wir da. Die kann ich aus der Packung spachteln. So, das kann eigentlich auch in die Küche. Super, super. So. Jetzt soll noch mal jemand sagen, meinem Graf gibt es nichts Gemütliches hier. So. Ich will das haben. Nichts da. Oh. Was sind das für Typen? Oh, da vergeht einem ja die Badelaune. Oh, Cloud. Die Schwarzkutten zieht's wohl zum Strand? Ja. Eigentlich tun sie ja keinem hier was zuleide. Aber die Leute behandeln sie wie den letzten Dreck. Da verliert man echt den Glauben an die Menschheit. Wie eklig. Hannah, verzieh dich. Ey, verzieht euch selber. Ah. Äh,
Ey, Red 13. Ist echt lieb, dass du Wache hältst, Red. Ach, was. Warum hat er sich... Hä? Oh weh, es geht nicht mehr aus. Was für eine Bruch. Warum hat er jetzt eine andere Stimme gehabt? Erinnert mich an die Slums. Bist du schon fertig? Aeris? Aeris, ist das... Red? Welche Farbe hat die? Gar keine. Bislang war sie weiß. Zumindest, als ich in Midgar war. Materia bestehen aus dem Lebensstrom. Sie bergen Erinnerungen, Wissen. Dann waren das die Mäuren? Hat dir viel bedeutet, was? Sehr viel. Kopf hoch, Aeris. Frag doch mal tiefer, ob sie schon fertig ist. Mach ich. Aber was war das eben für eine helle Stimme? Hey, wir können Aeris spielen. Das ist cool. Geh lieber nicht alleine raus. Nimm Tifa mit, wenn du in die Stadt möchtest. Tifa, bist du fertig? Ich wäre soweit. Ja. Ah, willkommen zurück. Warte kurz. Oh, ich komme doch auch so rein. Okay, bin startklar. Jetzt fehlen nur noch die passenden Outfits. Und dann flanieren wir am Strand. Dann mal los! Tifa, Aeris. Drücke während der Cosmo-Events L2, um zwischen Aeris und Tifa zu wechseln. Deine Entscheidung, wen du steuerst, hat keinen Einfluss auf den Fortgang der Geschichte. Willst du mal eine Weile vorgehen? Ja, gern. Na dann. Die Frage ist, was machen wir hier? Gehen wir an den Strand oder muss ich mit den Mädels... Dieser Weg ist komisch. Komm zurück, Justin. Der Suche nach Materia? Alles, was der Aloha. Chef empfiehlt, muss Na, ihr zwei haben. Hübschen? Unterwegs zum Strand? Oh. Wenn ihr noch die passende Kleidung braucht, dann nehmt doch an unserem Costa del Amor-Event teil. Ah, was? Es gibt eine Reihe spaßiger Spiele, die euch sicher gut gefallen werden. Und euer Haustier kann auch mitmachen. Oh, das klingt lustig. Nicht wahr? Also dann, hier ist euer Ticket. Freundschaftsticket Nummer 77. Gibt's auch eins. Mit den Tickets könnt ihr momentan an Wilde Hatz teilnehmen oder ein Rendezvous auf Rädern wagen. Und, was war denn da noch? Ach ja, außerdem gibt es noch einen Fotowettbewerb und ein Klavierkonzert. Oh wei. Ich wünsche euch eine unvergessliche Zeit. Aloha! 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 Bereit für ein bisschen Spaß? Mhm. Lass uns mal schauen. Wir brauchen das. Das müssen wir sowieso machen, weil sonst kommen wir nicht an den Strand. Jung oder alte, von Costa erhält man Kaffee. Jetzt kostenlos kosten.
vor. Okay, mir nach. Was immer Sie auch benötigen in meinem Land. Willkommen bei Wilde Hatz. Willkommen bei Wilde Hatz. Dem Paradies für alle Tiere schnellen Läufer. Der Hauptpreis des heutigen Spektakels ist ein großes, saftiges Stück Tropenfleisch direkt aus Costa. Na, wer könnte da wohl widerstehen? Ich nicht. Schon Hunger drauf? Oh ja. Schnapp es dir, Tiger. Willkommen, mein rothaariger Freund. Sieht aus, als wäre hier jemand hungrig aufs Mitmachen. Ah, für ein gutiges, saftiges Stück Fleisch ist Justin doch immer zu haben. Bei Wilde Hatz treten Haustiere gegeneinander an. Ich befördere die Bälle ins Tor aus einem eines gegnerischen Teams, um Punkte zu erhalten. R2 sprinten. L2 springen. Was ist denn ein Lupfer? Chocobo? Die schwarzen Hunde sind übel. Hab dich. Ich habe irgendwie Rocket League Vibes. Bam! Ah, komm, die kleinen Drecksköter ziehen wir ab. Ach komm, Chocobo, was denn los? Alter, Chocobo ist so ein kleiner Ficker, ne? Hab dich. Oh, komm schon. Voll dem Hund eine reingehauen. Boah, du Drecksau. Aus dir machst Chicken Wings. Hab dich. Gut, ich bin Platz 1. Geil! Nenn das nicht gut aussehende. Das gut aussehende teile ich nach mir. Wer ist ein guter Junge? Lass es dir schmecken! Jo, der Justin ist ein guter Junge. Das ist eine Freundschaftskarte als Belohnung. Vielen Dank und bis bald! Und? Schmeckt's?
Danke der Nachfrage. Das ist die beste Mahlzeit meines Lebens. Bin schon unterwegs! Wartet auf mich! Johnny? Tifa? Johnny Sausewind. Klavierkonzert. Doch nicht, oder? Hallo. Klaus, Max, hier komm ich. Stecken wir diese Klicks. Wie, Achtung. Oh, seid ihr hier für ein Rendezvous auf Rädern? Dann muss ich euch leider enttäuschen. Für heute sind alle Wheelies vergeben. Oh, schade. So was Blödes. Was machen wir nun, Tifa? Tifa? Etwa die aus Midgar? Aus den Slums? Ja, die bin ich. Oh, Tifa! Du meine Göttin! Mein geliebtes Honigbienchen! What the fuck? Klingt schwer nach Johnny. Stinkt normal, wenn man mich fragt. Jedenfalls ganz anders, als Johnny dich beschrieben hat. Hatte dich mir mehr so als glitzerndes Glamour-Girl im Midgar-Style vorgestellt. Verstehe nicht, warum er dich mir vorzieht. Na, hör mal. Das war aber ziemlich unhöflich. Ist schon gut. Sowas in der Art habe ich schon häufiger gehört. Bist du da etwa noch stolz drauf? Hey, Jenny, trödle hier nicht rum und sammle gefälligst die Wheelies ein. Schrei mich gefälligst nicht an. Mensch, alle laufen hier ständig auf mir rum. Och, Jenny Maus. Das stimmt doch gar nicht. Weißt du was? Ich kündige. Ach, schon wieder diese Leier. Wir sind eine halbe Stunde wieder da. Ihr seid Freunde von Jenny, stimmt's? Könnte ich euch vielleicht bitten, die Wheelies einzusammeln? Kein Problem, wir übernehmen das. Och, Tifa, sei nicht so eklig. Man kann es mit der Freundlichkeit auch übertreiben. Mag sein, aber ich habe das Gefühl, dass ich Johnny was schulde. Warum? Möglicherweise kann ich meine Schuld gegenüber Johnny ein wenig abtragen, wenn ich Jenny helfe. Vielleicht will ich aber auch nur mein Gewissen beruhigen. Ich habe keine Ahnung. Schnell hinter uns. Aber habt ihr schon gedacht, dass die verschiedenen farbigen Wheelies was... Immer schön abwechselnd. Da bin ich natürlich dabei. Leute, die fahren Wheelies rum und die müssen wir einsammeln. Finde ich gar nicht mal ganz chillig tatsächlich. Kann man denn aktuell da gar nichts machen? Kann ich denn nicht auch alleine teilnehmen? Oder aber, wie wär's mit dir? Kannst du nicht meine Partnerin sein? Oh, jetzt bist du aber verzweifelt. Also, wenn hier nicht so viel los wäre... Ach, Kundschaft! Herzlich willkommen! Oh, ihr! Bis mein Vorgesetzter hier eintreffen wird, bleibt noch etwas Zeit. Daher hielt ich es für eine gute Idee, mich vorab mit der Gegend vertraut zu machen. Ja, ja. Ach so. Tja, vielleicht könnten wir ja was zusammen machen. Wirklich? Sicher doch. Alter Sepp. Vielen Dank. Bei den beiden hätte selbst ich eine Dann Chance auf den Dreier. Schon mal vor und such nach diesen Glückskaktoren. Entschuldigung. Versucht mit dieser Kamera alle vier Glückskaktoren, die sich in der Stadt versteckt haben, zu fotografieren. Also dann, Waldmanns Heil. Bei uns kann man sich zum Glückskaktor. Boah. Ich will doch erstmal diese scheiß Wheelies finden. Was denn? Mit Jenny hat man nichts als Ärger. Es werden wollen. Habt ihr euren Partner schon gesehen? So, gibt's hier denn irgendwelche Infos?
Lass mich raten, die muss ich wahrscheinlich suchen. Manuell. Hier muss doch irgendwo. Hat sich angehört, wie ich besoffen. Bin ja mal sehr gespannt auf dieses hohe Tier von Shinra. Angeblich ein... Tifa! Aeris! Was macht ihr denn hier? Das wollten wir dich eigentlich fragen. Ach, nur einen kleinen Botengang für einen Shinra-Manager. Ich muss dieses Gepäck zum Hotel bringen. Für Shinra? Ich dachte, du hasst sie wie die Pest. War das nicht dein erklärter Erzfeind? Der Bürgermeister hat mich drum gebeten. Und dem bin ich schließlich was schuldig. Immerhin hat er mich aus dem Dreck geholt. Und dahin will ich nicht mehr zurück! Sollen wir zurückgehen? Ist wohl das Beste. Wo steckt der denn bloß? Also, anscheinend schon im Hotel hieß es gerade. Hä? Und warum sind wir dann hier? Ja, ich würde gerne wissen, was die mit den Wheelies meinen. Ich will doch nur all die Sorgen wegspielen. Rote Wheelies, 4 von 6. Die lieben, liegen gelassenen Wheelies. Ja, aber wo? Na gut, 4 von 6, ne? Das ist schon soweit in Ordnung. Costa de l'Amour, jetzt im Gange. Wer nicht mitmacht, bleibt allein. Das bedeutet, ich muss liegen gebliebene Wheelies suchen und die auf die passenden Parkplätze bringen. Okay, verstehe. Hier muss doch irgendwo... Hui, wie niedlich. Würde ich gerne mal streicheln. Ei, ei, ei. Ich glaube, ich habe mich da gerade verguckt. Was zum Geier. Aber wir haben hier ordentlich was zu tun. Ah, das sind ihre Haare. Ich dachte schon, was hat die denn für einen riesen Schädel? Karten spielen und Meeresrauschen? Klingt nach Entspannung. Sonnige Blüte oder rosarote Meerjungfrau? Kaufen wir mal die Meerjungfrau. Viel Spaß damit! Ah ne, ich muss auf Aeris wechseln, ne? Heilige Scheiße! Gefällt mir gar... Ja, doch. Gefällt mir ganz gut. Ne, Aeris, schick, schick. Unser heutiges Klavierkonzert beginnt in Kürze. Blaue Wheelies.
Aber wo? Keine Ahnung, ich weiß nicht wo. Mit einem Wheelie lässt sich kosten. Was zum Geier? Die kann ja richtig zupacken. Wahrscheinlich hat sie auf diese Weise Johnny um den kleinen Finger gewickelt. Was zum Geier? Zeigt euch, Glückskantoren! Da. Oh, ein Glückskaktor. Jede weitere Begegnung schweißt uns noch enger zusammen. Oh, weil, geh mir bloß nicht auf den Sack. Weiter geht's. So, wo sind jetzt die Roten? Parkplatz für Gelbe. Ich habe aber Rot. Natürlich, komplett zurück. Erstmal alles kaputt machen. Was willst du? Verehrte Turteltäubchen und solche, die es werden wollen, habt ihr euren Partner schon gefunden? Mit Jenny hat man nichts als Ärger. So, wie sieht's denn da aus? Ein roter und zwei gelbe. Ein roter und zwei gelbe. Guck ich mal rum. Zeigt euch, ihr Glückskaktoren! Aber wo? Let's fetch. Na, kleines Glück. Ein Leben ohne dich ist bereits. Oh, ich weiß, dass es dir genauso geht. Warte mal, das habe ich fotografiert. Hier haben wir noch einen gelben. Ob Hufe, Krallen oder Tatzen. Hier ist. Jeder gut. Richtig, der flink auf den Beinen ist. Wir haben gerade richtig gutes. Hier ist für jeden etwas dabei. So, die Frage ist, wo sind die nächsten? Es fehlt theoretisch noch. Ein roter und ein gelber. Hey, auf der Suche nach Materie? Ein roter und ein gelber. Hier. Man sie sich leicht nehmen kann. Kein Wunder, dass Johnny so scharf auf sie ist. Tifa verdreht auch den Mädels den Kopf. Alles für die Reise. So. Blauer fehlt noch, ne? Ein roter. Wo könnten denn die roten Wheelies sein? Der wunderschöne Strand ist natürlich eines der Aber ich glaube, die sind immer da in der Nähe, wo. Unser heutiges Klavierkonzert beginnt in Kürze.
Die besonderen Faktoren sind... Das magische Eis, Materie-Eis, erobert... Hä? Costa del Amor, jetzt im Gange. Wer nicht mitmacht, bleibt allein. Wo könnte denn noch so ein roter, rotes Fickvieh sein? Und scheiß Kakuidi da. Warum schuften, wenn man sich auch amüsieren kann? Wie spaßig, das macht Laune. Hier irgendwo ist einer. Warum schuften, wenn man sich auch amüsieren kann? Aber wo? Ich sehe ihn nicht. So ein so eine kaktusähnliche. Sich auch amüsieren kann. Aber wo? Hä? Auf dem Wasser? Ja, aber wo? Ach, meine Fresse. Warum schuften, wenn man sich auch amüsieren kann? Ganz einfach, damit du dir das Amüsieren leisten kannst. Die Wand wäre perfekt. Ich sehe es nicht. Wie spaßig, das macht Laune. Wenn man sich auch amüsieren kann. Oh, wie assi. Ah, ein stacheliges Schnuckelchen. Mir ist ums Herz so schwer. Ach, der schwärmt von den Kakteen. Ich ganz aus dem Blick verloren, was mir wirklich wichtig ist. Aber auch das Feuer, das in meinem Herzen für Shinra lodert, lässt sich nicht so leicht löschen. Was soll ich nur tun? So. Gut, die Frage ist nur... Was fehlt denn noch? Ein roter Wheelie. Wo finde ich denn so einen scheiß Wheelie? Und solche, die es werden wollen, habt ihr euren Partner schon gefunden? Okay, gehen wir systematisch. Ah, ich sehe ihn. Nee, da stirbt. Costa del Amor, jetzt im Gang.
Ah, da sitzt so eine kleine Drecksplage drauf. Okay, mit dem Wheelie kann man nicht hier hoch. Kann ich den da nicht einfach runtertreten? Hier waren wir auch schon. Macht Platz. Macht Platz für seine Durchgriffskanon. Das magische Eis. Materie-Eis. Erobert nun auch Costa del Sol. Besitzer eines gültigen Tickets können sich zur Lobby begeben. Bei uns kann man sich zum Glück. Turteltäubchen und solche, die es werden wollen. Ha! Was für eine bekloppt redliche Arbeitsmoral. Oh. Nun verstehe ich, was Johnny an der findet. Oh. Da habe ich mich ja schön in die Nesseln gesetzt. Hey, Jenny. Wir haben die Wheelies zurückgebracht. Wieso bist du nur so nett? Ist ja peinlich. Für dich, ja. Ich denke... Ich schlage mir Johnny besser aus dem Kopf. Gegen dich komme ich nie und nimmer an. Hier, als kleine Wiederholung. Weißt du was, wir geben Johnny einfach einen Korb? Die zwei Karten sind für euch. Macht's gut. Warte. Eine davon solltest du lieber für dich selbst behalten. Hm? Wirf dich in Schale und verdreh Johnny mal so richtig den Kopf. Johnny und ich sind einfach nur Freunde. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Ach ja? Das klang bei ihm aber ganz anders. Du weißt doch, er übertreibt gern. Stimmt auch wieder. Und außerdem hat er ein Talent dafür, Ärger magisch anzuziehen. Deswegen wäre es für mich sehr beruhigend zu wissen, dass jemand auf ihn aufpasst. Ach, du willst ihn also zu mir abschieben, was? Warum nicht? Nicht doch. Schon gut, ich mach doch noch Spaß. Sicher? Dann werde ich mal mit ihm ausgehen. Ah, super. Ich habe auch das Gefühl, dass ich Johnny nach unserem Gespräch nun etwas besser verstehe. Und es spricht ja nichts mehr dagegen, dass ich mein Glück mit ihm versuche. Man sieht sich. Alles klar. So, jetzt haben wir den Johnny, den Zocker, auch, sind wir auch losgeworden. So. Vielen Dank, dass ihr mit angepackt habt. So, wir müssen uns bei der Rezeption melden, ne? Bei welcher Rezeption?